Hallo und willkommen bei einer weiteren Episode Coding Monday. Wenn du neu hier bist, mein Name ist Vitaly Mick und ich zeige dir hier in dieser Serie, wie man einen Online-Shop programmiert. Das Ganze habe ich für Anfänger konzipiert und das Ganze ist mit reinen Funktionen aufgebaut. In der letzten Episode, da haben wir mit den Reviews für ein Produkt angefangen, das Ganze umzusetzen. Also wir haben eine neue URL erstellt, die heißt dann irgendwie Reviews / und dann der Product Slug, den wir definiert haben. Und dann, wenn eben das Produkt Reviews in der Datenbank hat, hat man dann gewisse, also würden dann die Reviews angezeigt werden. Ansonsten, wenn es keine gibt, dann steht dann dieser Satz, es gibt noch keine, sei der Erste. Und in der heutigen Episode, da möchte ich mal ein Formular einbauen, das ganze Formular validieren und vielleicht sogar dann auch ein Review abspeichern. Deshalb hol dir ein Getränk deiner Wahl und ich wünsche dir viel Spaß. So, da wir hier bereits eine Route dafür haben, dass wir diese folgende Seite sehen, brauchen wir jetzt an der Stelle einfach erstmal nur noch ein Formular, also ein Eingabeformular für das Review. Natürlich ist es aber so, wir machen das so, dass ein Review darf nur von einem Nutzer verfasst werden. Also man muss eingeloggt sein, damit man überhaupt dieses Review sieht. Und ich mache das aber auch so, dass ich das nicht an einen Kauf binde. Also ich mache das ähnlich wie bei Amazon. Bei Amazon kannst du auch ein Review zu irgendeinem beliebigen Produkt abgeben und du musst es nicht vorher gekauft haben, weil es kann ja sein, dass du ein Produkt in einem anderen Laden gekauft hast und möchtest aber in diesem Shop dann trotzdem ein Review dazu verfassen, damit die anderen eben sehen, wie gut oder schlecht das Produkt ist. Das heißt also, ich werde hier nicht überprüfen, ob jemand dieses Produkt gekauft hat. Hier werde ich nur das Review eintragen, nur damit es klargestellt ist. So, im ersten Schritt müssen wir also einfach nur das Template dazu herausfinden. Das finden wir heraus, indem wir erstmal in die Roots PHP uns die mal anschauen und hier dann das Reviews, die Reviews Route, das ist die hier. Und unter Actions Reviews PHP, das ist dann unsere Action, die aufgerufen wird. Und hier drin haben wir dann das Template Dear Reviews PHP und das ist unser HTML Template. Also es ist immer wieder gleich aufgebaut. Du hast eine Roots.php, die Roots.php führt dich zu der Datei in der Actions, im Actions-Verzeichnis und daraus siehst du dann, was eigentlich in dieser Action passiert. Plus du siehst auch, welches Template dann ausgegeben wird, wie in diesem Fall eben die Reviews.php. Das ist jetzt die Reviews.php und hier könnten wir, wenn wir eingeloggt sind, eben unser Formular eintragen. Ich werde wahrscheinlich das Ganze dann hier einfach mal, na Moment, wenn wir hier eine Ausgabe haben mit diesem Strong, dann könnte man das hier unten einbauen. Das heißt dann, wir können hier schon mal mit einer if-Abfrage beginnen und abfragen, if is logged in, dann zeig mal das Formular. Wir könnten sogar das Formular, damit es dann ein bisschen übersichtlicher erscheint, in eine extra Datei auslagern. Also wir könnten hier dann direkt ein Include einbauen und das Formular eben in eine extra Datei auslagern. Ich glaube, das machen wir mal. Ich erstelle so eine neue Datei, die nenne ich dann einfach mal Review Form PHP und da wird dann unsere ganze Logik stattfinden. Diese Review-Form, die müssen wir natürlich auch noch einbinden. Das müsste eigentlich ausreichen. Also wenn ich eingeloggt bin, dann wird die Review-Form eingebunden. Und hier in dieser Review-Form, da kommt dann unser Inhalt rein. Als erstes brauchen wir auf jeden Fall bei so einem Formular unsere Fehlermeldungen. Wir hatten bereits, ich glaube hier Error-Messages und Flash-Messages. Ich glaube, dass die beiden Messages waren das. Ich muss mir das genauer mal anschauen. Has-Flash-Messages und dann Error-Messages. Ich glaube, diese beiden Message-Klassen, die binde ich jetzt in meiner Review-Form ein. So, und jetzt kommt natürlich das Formular. Also einfach Form, Method, Post und die Action, wohin das Formular gehen wird wahrscheinlich die gleiche sein wie unsere Review-URL. Also quasi index.php / reviews und dann kommt hier dann der Slug hin. So, was wollen wir denn gerne abspeichern in unseren Review? Schauen wir uns zunächst mal die Datenbank nochmal kurz an.
Also, wenn wir uns die reinen Felder hier anschauen, dann interessiert uns eigentlich nur der Title und der Text, sowie die User-ID und Product-ID. Aber die Product-ID und User-ID, die geben wir ja nicht ein in irgendein Eingabefeld, die wissen wir. Also, wenn ich eingeloggt bin, habe ich die User-ID und wenn ich einen Slug in der URL habe, habe ich auch die Product-ID. Das heißt, eigentlich brauchen wir nur die Sterne, also hier dieses Value, den Title und den Text. Created und Status, das tragen wir auch im Hintergrund einfach nur ein. Wie machen wir am besten das mit dem Value? Für den Value werden wir wohl einen Radio-Button benutzen und für den Title und Text werden wir zwei Eingabefelder verwenden. Ich glaube, so wäre es am einfachsten. Das heißt, wir erstellen erstmal für jedes einzelne Stern ein eigenes Input-Feld. Input-Type gleich Radio. Name wird dann eben wahrscheinlich Rating sein, dass wir wissen, was wir da bewerten. Und Value wird dann eine Zahl von 1 bis 5 sein. Also wir werden 5 Radio-Buttons erstellen. Und das Ganze werde ich auch dann so umsetzen, wie es hier auf GetBootstrap im Beispiel dargezeigt wird, also mit Inline. Das heißt, um jedes einzelne Input-Feld gibt es dann einfach einen Radio-Button und dazu gibt es jedes Mal ein Label. Also ich kopiere einfach mal diese eine Zeile und das trage ich mal fünfmal ein. Als ID trage ich dann einfach Rating 1 ein, damit dann auch der Label korrekt wäre. Und jetzt haben wir das quasi für ein Feld gemacht und das kann ich jetzt fünfmal kopieren. Beziehungsweise, ich könnte auch daraus einfach eine Schleife machen. Ich glaube, das ist dann besser so. Dann werde ich dann einfach mal eine Vorschleife bauen und so könnte dann die Schleife aussehen. Also wir beginnen hier mit einem Wert 1 und würden dann größer als oder größer gleich als der Max-Rating-Wert gehen. Und in jedem Durchlauf würden wir Value um 1 erhöhen und dann haben wir dann eben von 0 bis 5. Wir müssen einmal nur diese Variable Max-Rating irgendwo definieren. Und dann könnte man hier automatisch einstellen, hat man 5-Sterne-Bewertung, 10-Sterne-Bewertung und so weiter. Und diese einzelnen Values, die müssen wir natürlich hier auch ausgeben. Also erstmal für das Value. Wir müssen hier an der Stelle nichts escapen, weil diese Values, die werden ja automatisch generiert, das ist ja keine Eingabefelder, also keine user-generierten Eingabefelder. So, dann das Value hier rein noch. Hier die ID. Ich teste das Ganze mal aus, wie das eigentlich ausschaut. Es kommt erstmal hier eine Fehlermeldung, weil isLoggedIn, die Variable ist nicht definiert in unserer Datei, in unseren Actions und Reviews PHP. Das heißt, die müssen wir noch einmal kurz definieren. Wir haben hier bereits in der Vergangenheit eine Funktion erstellt, die heißt isLoggedIn und die returnt mir eben ein True oder False, je nachdem, ob ich eingeloggt bin oder nicht. Und somit habe ich dann jetzt hier die isLoggedIn-Variable erstellt. Jetzt sollte jetzt hier kein Problem mehr sein. So, jetzt wird hier natürlich nichts ausgegeben, weil ich nicht eingeloggt bin. Das heißt, ich logge mich mal ein als Test-User. So, jetzt kriege ich natürlich hier die ganzen Fehlermeldungen von den ganzen anderen Dateien, die ich jetzt eingebunden habe, weil ich eben als User eingeloggt bin. Das heißt, ich muss erstmal diese ganzen Variablen definieren, wie has-flash-messages, has-errors und max-rating. Das muss ich alles jetzt definieren. Also, wir beginnen erstmal mit Max Rating, weil das ist dann einfacher einzustellen. Wir sagen hier Max Rating ist in unserem Fall 5, also wir wollen eine 5-Sterne-Bewertung haben. So, und has Flash Messages. Flash Messages können wir aus einem anderen Code einfach mal rauskopieren, also hier zum Beispiel dieses has Flash Messages und Flash Messages und das gleiche können wir hier mit Errors machen, weil wir die Errors ja auch haben. Das heißt, so würde das Ganze aussehen. Also wir haben einmal ein Errors-Array definiert und ein Flash-Messages und dann zählen wir das Ganze und wissen dann, ob wir Fehler oder Flash-Messages haben. Jetzt sollten wir keine Fehler mehr sehen. Wir sehen aber auch kein Formular. Ich vermute, wir sehen kein Formular, weil wir auch keine Variable Slug haben. Ne, haben wir hier. Reviews Test und die ist einfach nur leer. Okay, meine Schleife war falsch. Ich hätte hier Value kleiner Max Rating angeben müssen, natürlich.
Und so sieht das jetzt aus. Jetzt haben wir hier diese fünf Bewertungen. Wir können eins davon auswählen. Dass wir nur eins davon auswählen können, liegt einfach daran, dass der Name Rating bei allen fünf derselbe ist. Wäre das jedes Mal ein anderer Name, könnte ich die nicht einzeln auswählen. Beziehungsweise ich könnte die alle zusammen nur anklicken. So, da wir das jetzt haben, brauchen wir als nächstes noch unsere Eingabefelder. Ich spicke dazu aus meiner Edit Product PHP, weil wir ja bereits ein Produkt editiert haben oder beziehungsweise haben wir da bereits ein paar Eingabefelder und das heißt, ich kopiere hier einfach mal die Produktbeschreibung, weil das bereits eine Text Area ist und den Preis. Also diese beiden Sachen kopiere ich mal rüber in meine Reviews Form und trage die erstmal ein. Ich verändere mal die Reihenfolge und an erster Stelle kommt bei mir natürlich nicht der Preis, sondern der Titel. Und unten kommt dann die Bewertung hin. Beziehungsweise ich nenne das einfach mal der Text, einfach als halber. Und wie du hier sehen kannst, alle Felder, die eingegeben werden, die muss ich natürlich escapen, damit da eben kein Schadcode reinkommt. So, und dann zum Schluss für die Form, da brauchen wir noch einen Submit-Button und da wird einfach drin stehen Bewertung abgeben. Ich glaube, das würde schon ausreichen. Ich schaue mir das Ganze mal an und wir kriegen jetzt mal viele Fehlermeldungen, weil wieder die ganzen Variablen wie Title und Text natürlich auch fehlen. Die bauen wir dann natürlich ein in unsere Functions. Also der Title ist einfach mal leer und der Text ist auch leer und das müsste aber jetzt schon fertig sein. Genau, und so sieht das Ganze jetzt aus. Wir können hier eine Bewertung auswählen, wir können hier einen Text eintragen und also einen Titel und einen Text. Soweit so gut. Jetzt haben wir unsere Eingabe definiert und jetzt können wir auch das Ganze verarbeiten, weil ich kann ja jetzt hier das Ganze abschicken und bin immer noch hier auf der gleichen URL. Also ich kann das die ganze Zeit halt absenden. Das heißt, kommen wir als nächstes zu der Verarbeitung. Wir können ja das ganze Formular verarbeiten, wenn wir vorher auf IsPost geprüft haben. Also wenn da ein Postformular verschickt wurde, dann soll da ja irgendwas passieren, soll irgendwas ausgeführt werden. Im ersten Schritt lesen wir uns mal den Titel sowie den Text aus den Formularen heraus und genauso wie die Bewertung. Auch hier kann ich in anderen Actions ein bisschen spicken und schauen, wie ich das dort gemacht habe. Zum Beispiel kann man sich ja die Login PHP sehr gut anschauen. Und hier haben wir dann schon mal unseren Username und Passwort auch aus den Eingabefeldern ausgelesen. Das heißt, ich kann mir einfach mal hier den Username kopieren und in meine Reviews PHP übertragen. Nur habe ich jetzt an der Stelle keinen Username, sondern eben einen Title. Der kommt aus dem Feld mit dem Namen Title. Ja, und der wird dann escaped. Das gleiche kommt dann auch natürlich mit dem Text. So, und dann haben wir noch die Bewertung. Die Bewertung haben wir ja als Rating abgespeichert. Das Rating soll ja aber eine Zahl sein zwischen 1 und 5. Das heißt, ich werde hier mit einem Filter Sanitize Number Int das Ganze validieren, weil ich möchte halt, dass da nur eine Zahl ausgegeben wird. So, jetzt haben wir unsere drei Eingabefelder. Als nächstes muss ich einfach nur schauen, ist denn der Text, der Titel sowie Rating vergeben? Wenn nicht, dann soll da stehen, bitte irgendwie Felder befüllen oder irgendwie sowas. Wir können ja das Ganze schauen, wie wir das beim Login gemacht haben. Hier haben wir so eine Abfrage und das machen wir dann auch mal. Das wäre dann die Überprüfung für unsere einzelnen Eingabefelder. Und wir haben hier bereits die Errors und so weiter eingebunden in unserem Template. Das heißt, eigentlich könnten wir hier dieses hasErrors, die Überprüfung dafür hier einbauen. Wir müssen hier einfach nur sagen, dass hasErrors auf True gesetzt wird, wenn wir die Anzahl der Errors größer als 0 haben. Also so. Das heißt, ich schicke jetzt das Ganze als Postformular ab, die Daten werden ausgelesen, die Daten werden validiert und danach wird geschaut, wenn ich wenigstens eine Fehlermeldung habe, dann wird die Variable auf True gesetzt und damit werden dann die Fehlermeldungen ausgegeben. Wir testen das Ganze mal aus. Also ich habe jetzt hier nichts ausgefüllt in meinem Formular und drücke hier auf Bewertung abgeben und dann sehe ich dann unsere drei Fehlermeldungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Bewertung abgebe, dann
wird das nicht mehr angezeigt. Aber das, was ich vorher eingetippt habe, steht auch, also wurde hier nicht vorselektiert. Wir müssen dieses Rating auch selektieren. Und zwar machen wir das in dieser Schleife. Wir haben ja hier fünf Werte und wir müssen hier eine kleine if-Abfrage einbauen, beziehungsweise eine Variable erstellen, die heißt dann isSelected und die setzt sich zusammen aus, wenn das Value dem Rating entspricht. Aber wir würden dann ganz am Anfang eine Fehlermeldung kriegen. Das heißt, wir müssen erstmal prüfen, ob Rating überhaupt da ist. Also if Rating und Value gleich gleich Rating. Und somit kriegen wir dann hier in isSelected entweder ein True oder False, je nachdem, was oder ob überhaupt wir selektiert haben. Und wenn isSelected auf True gesetzt ist, dann können wir hier in unserer Input, in unserem Input-Feld eine Selected-Eigenschaft setzen. Wir können ja direkt einen String zusammenbauen, je nachdem, ob hier ein True oder ein False rauskommt. Also ich setze mal hier nochmal eine Klammer drumherum, weil das ist ja die Shortform für ein If-Statement. Also wenn dieser Begriff hier vor dem Fragezeichen ein True hat, dann wird dieser Text an die Variable übergeben. Ansonsten, wenn es false ist, wird das einfach nur leer bleiben. Und dieses isSelected kann ich jetzt hier direkt ausgeben als Parameter. Etwa so. Das heißt, wenn ich jetzt diese Seite aktualisiere, sollte da das Feld vorselektiert sein. Nein, das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert aus folgendem Grund. Rating ist hier an der Stelle ein Text. Also es wird hier ausgelesen, aber es wird noch nicht in eine Zahl umgewandelt. Und hier vergleiche ich das Ganze mit drei gleicher Zeichen. Und ein Text ist eben auch keine Zahl und deswegen trifft das nie zu, also kommt hier ein False bei raus. Das heißt, ich muss einfach mal das Rating in eine Zahl umwandeln. Und das mache ich am besten ganz zum Schluss, nachdem ich diese ganze Überprüfung gemacht habe. Also schreibe ich hier Rating ist gleich Integer Rating. Somit habe ich quasi das Rating erstmal überprüft, hier an der Stelle und dann anschließend in eine Zahl umgewandelt. Ach so, und das andere Fehler war natürlich, es muss natürlich als checked und nicht als selected markiert werden, ne? Das heißt, wenn wir jetzt das Ganze aktualisieren, steht da natürlich, wurde das jetzt korrekt ausgewählt. Ich hatte da einen kleinen Denkfehler. Also checkt es halt richtig. So. Jetzt haben wir eigentlich die Validierung auch soweit abgeschlossen und wir können eigentlich jetzt schon in unseren Reviews sagen, wir können dieses has_errors eigentlich hierhin übertragen. Und hier können wir sagen, wenn wir keine Fehlermeldungen haben, if false has_errors, dann können wir die Bewertung abspeichern. Wir können also quasi eine Funktion aufrufen, die heißt dann Save Review und dort übergeben wir unsere ganzen Werte. Also den Title, den Text und natürlich das Rating vorne, weil das ja auch ganz wichtig ist. So, aber weil wir ja noch weitere Dinge abspeichern und wir die nicht zwei- und oder dreimal überprüfen wollen, können wir auch hier schon unsere Produkt-ID und so weiter mit übergeben. Und das Produkt haben wir ja hier schon ausgelesen. Wir haben ja hier schon die Product-ID. Das heißt, das kann ich auch schon mal übergeben. Können also hier hinten oder vorne, ist eigentlich egal, die Product-ID übergeben. Aber weil wir auch eingeloggt sind und so weiter, kann ich auch hier dann auch schon meine User-ID übergeben. Ich glaube, dafür hatten wir auch eine Funktion, die hieß dann getCurrentUser oder so. Ich muss das Ganze nochmal nachschauen. In FunctionsUserPHP getCurrentUserID, da haben wir es. Und so könnte das aussehen. Als nächstes könnte ich ja hier so eine kleine Abfrage machen. Also wenn Saved nicht funktioniert hat, weil irgendwas mit der Datenbank nicht gestimmt hat, dass ich da auch eine Fehlermeldung ausgebe. Also if false gleich gleich Saved. Dann schreibe ich hier so eine Fehler wie konnte Bewertung nicht abgeben. Irgendwie sowas. Und jetzt müssen wir natürlich noch einmal mit diesen has_errors das Ganze prüfen. Weil wir ja hier eventuell eine weitere Fehlermeldung haben könnten.
Oder ich übertrage das Ganze am besten hier. Ja, das ist besser. So, als nächstes kommt dann hier Save Review. Das müssen wir natürlich erzeugen in unseren Functions in der Review PHP. Und so würde dann die Funktion halt aussehen. Die heißt dann Save Review, User ID, Product ID und so weiter. Und als Rückgabewert haben wir ein True oder ein False. Mehr ist das alles nicht. Und wie immer fangen wir hier mit einem SQL-Statement an. Ich habe mal die einzelnen Spalten von oben hier aus dem anderen SQL-Statement kopiert und hänge hier einfach mal oder belege diese Spalten mit Platzhaltern. Product ID. Ich breche das am besten um, damit man das ein bisschen schöner sehen kann. Username gab es nicht. Das SQL-Statement müssen wir natürlich vorbereiten, wieder mal mit einem Prepare. Also kann ich das auch hier von oben einfach mal rüber kopieren. Am besten dann gleich direkt hier alles und übertrage das nach unten. Und dann passen wir das Ganze ein wenig an. Also, wenn Statement false ist, dann returnen wir hier auch ein false und brechen an der Stelle ab. Ansonsten bereiten wir unsere Daten mit unseren Platzhaltern vor. Also einmal die User-ID. Das wäre dann unsere User-ID von hier oben. Dann haben wir hier das Rating. Das wäre dann die Rating-Variable und so weiter. Und dann anschließend können wir dann das Statement eben ausführen mit unseren Daten und returnen wir die Anzahl der Row Counts. Wenn die größer 0 ist, dann kriegen wir hier ein True oder ein False zurück. So, und das ist unsere Safe Review Funktion. Eigentlich wären wir dann damit auch schon fertig. Ich teste das Ganze mal aus und schaue, ob das überhaupt funktioniert oder eben nicht. Das heißt, ich trage mir halt hier einen Titel ein, einen Text und dann gebe ich mal eine Viererbewertung ab. Jetzt wurde irgendwas eingetragen, wahrscheinlich in die Datenbank, genau, aber die einzelnen Felder, die wurden natürlich nicht geleert und da stand dann nicht so wie, ja, oder vielen Dank für Ihre Bewertung und so weiter. Also es gab keine Erfolgreich-Meldung. Das heißt wiederum, ich muss in unserer Seite, in unserer Action Reviews PHP, hier eine weitere Abfrage bauen und zwar if true gleich gleich saved, dann machen wir hier eine Weiterleitung und setzen eine Flash Message. Und so könnte das dann aussehen. Also ich setze einfach hier die Flash Message, da sage ich vielen Dank für Ihre Bewertung, sie muss noch freigeschaltet werden und dann leiten wir um auf Index PHP Review und dann den Slug, der in der URL drin steht. Und brechen an der Stelle mit einem Exit ab. Und dann, weil wir eben die Flash-Message auch im Formular eingebunden haben, sollten wir dann diese Meldung sehen. Ich teste das Ganze nochmal aus. Also ich gebe jetzt nochmal eine Bewertung ab und kriege eine Fehlermeldung, weil der sagt hier, wir haben bereits eine 1.1, also Product ID und User ID hat bereits einen Eintrag gemacht. Also wir haben ja unsere Einschränkung gemacht, dass ein User nur ein einziges Produkt bearbeiten darf. Und jetzt sehen wir hier so eine Fehlermeldung. Die müssen wir natürlich auch abfangen. Und natürlich, wenn wir die Fehlermeldung abgefangen haben, dann eben das Ganze anzeigen, sowas wie Sie haben bereits eine Bewertung abgegeben. Wahrscheinlich mache ich das schon vor dem Ganzen, also bevor wir diese ganze Fehlermeldung sehen. Dass man das halt in diesem Validierungsprozess, also hier, sehen kann. Also vorher quasi habe ich denn bereits schon dieses Produkt bewertet. Das heißt, ich erstelle jetzt hier eine Variable, die heißt ein User has rated product und die kriegt den Wert aus der Funktion wahrscheinlich ja doch User has rated product. Also das klingt nach einem guten Namen. Und hier übergebe ich auch mal hier die Get Current User ID und die Product ID. Aber damit ich das nicht immer wieder diese Funktion aufrufen muss und diese Product casten muss und so weiter, erzeuge ich hier einfach mal einzelne Variablen. Also hier einmal eine Product ID. Die setze ich mal hier daraus. Und die User ID. Oder haben wir nicht sogar die User ID über den Router übergeben? Muss ich mal kurz mal anschauen. Doch, wir haben hier die User-ID bereits. Das heißt, ich muss sie gar nicht immer wieder aufrufen. Das ist doch auch schon mal angenehm. Das heißt, die User-ID hier an der Stelle brauchen wir nicht. Wir haben die schon.
Das heißt, diese beiden Parameter, die kann ich jetzt hier User has rated product übergeben. Und wir können das als allererstes überprüfen. Wir können sagen, if false user has rated product, dann überprüfen wir unsere ganzen Eingabefelder, also wenn ich das Produkt noch nicht bewertet habe. Ansonsten setze ich eben eine Fehlermeldung, die heißt dann eben, du hast das Produkt bereits bewertet. So könnte das aussehen. Das heißt, als nächstes, ich brauche diese Funktion User has rated products. Die erstelle ich natürlich auch in unseren Reviews in den Functions Ordner. So würde die wieder aussehen. Wir haben zwei Parameter, User ID und Product ID und Rückgabewert ist ein True oder False. Und wieder eine SQL-Variable vorbereiten. Für diese User has und so weiter verwende ich ja gerne immer Select 1 und damit wir dann eben einfach nur ein True oder False selektieren und nicht einen bestimmten Wert aus der Datenbank auslesen. Ich habe das gleiche schon mal gemacht bei der User, da wo ich die E-Mail-Adresse überprüfe. Hier habe ich das gemacht. Select 1 from User, where Username ist sowieso. Das heißt, diesen ganzen Code, den kann ich jetzt kopieren in meine Reviews-Tabelle oder in eine Reviews-Funktion. Ich übertrage das am besten alles hier und schreibe hier Reviews, where User, beziehungsweise hier User-ID ist gleich User-ID. Und Produkt-ID ist gleich Product-ID. Jetzt haben wir hier zwei Platzhalter, die muss ich natürlich auch hier belegen. Und somit habe ich jetzt auch diese Funktion erstellt. Das heißt, wenn ich das Produkt bereits bewertet habe, dann kriege ich hier eine kleine Meldung und darf das nicht nochmal machen. Das heißt, ich teste das Ganze mal aus. Kriege jetzt mal hier ein paar Fehlermeldungen. Undefined Variable Rating. Die muss ich natürlich einmal definieren kurz. Und zwar hier. Rating auf 0 setzen am Anfang. So sieht das jetzt aus. So, und jetzt bewerte ich mal dieses Produkt noch einmal. Und diesmal gebe ich eine 4, noch einen Text und so weiter und gebe die Bewertung ab und kriege hier eine Fehlermeldung, du hast bereits das Produkt bewertet. Das heißt, ich lösche mal meine Bewertung aus der Datenbank. Und bewerte das Ganze nochmal neu. Und ich bin jetzt zu der Seite 404 gekommen, weil ich hier die Route falsch angegeben habe. Die heißt einfach Review Test. Die hätte Reviews Test heißen sollen. Vielen Dank für Ihre Bewertung. Genau, das ist der Text, den ich sehen wollte eigentlich. Das heißt, ich muss noch mal kurz den Redirect hier korrigieren. Und zwar hier Reviews. Und dann würden wir das schon mal sehen. Ah, bei mir ist gerade in der Datenbank aufgefallen, dass Created hier auf 0 gesetzt ist. Wir sehen halt diesen Datum nicht. Ich könnte ihn jetzt über das SQL-Statement übertragen. Ich könnte aber auch hier in dem Date-Time-Feld hier bei Standard einfach einen Ausdruck auswählen und dann meine ich hier Current Date. Oder Current Timestamp auswählen. Ich glaube, so würde das auch funktionieren. Ich probiere das Ganze nochmal aus. Ich lösche mal diesen Eintrag hier und bewerte das Produkt noch einmal, damit wir dann auch wirklich die Weiterleitung und so weiter ansehen können. Also Bewertung abgeben. Ich wurde weitergeleitet, sehe hier vielen Dank. Und in meiner Datenbank steht hier die aktuelle Uhrzeit. Und die Meldung bzw. die Bewertung sieht man nicht auf der Seite. Das heißt, ich könnte jetzt hier zum Beispiel auf den Status of Public setzen und dann sollte man die auch schon auf der Seite sehen. Und da ist meine Bewertung. Ja, und somit habe ich schon mal die Reviews-Form abgearbeitet und die funktioniert soweit.
Und somit sind wir durch mit den Reviews. Das Einzige, was ich noch machen muss, ist so eine Durchschnittsbewertung angeben auf der Produktseite. Aber das machen wir vielleicht in der nächsten Episode. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann hinterlass dem Video doch ein Like. Vergiss auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren und aktiviere auch noch die Glocke, damit du keine weiteren Episoden von mir verpasst. Ich wünsche dir noch ein frohes Schaffen für die kommende Woche und wir sehen uns dann nächste Woche bei einer weiteren Episode Coding Monday. Bis dahin, tschüss!